Ein Kette raus und das bringt Glück, weißt du? Ach, guck mal, schön, ne? Siehst du da? Das ist Ridderkerk. Und danach kommt Slikker Veer und dann sind wir in Rotterdam. Siehst du die Mühlen da? Wo? Das sind die Mühlen von Kinderdijk. Ja, so viele. Was malen denn die Mühlen? Die malen nicht. Die pumpen das Wasser raus. Kennst du das Lied noch, das ich dir gelernt habe? 1, 2, 3, 4, hoedje van. 1, 2, 3, 4, hoedje van papier. En als het hoedje dan niet past, zet het in de glazen kast. 1, 2, 3, 4, hoedje van papier. Schön, hè? Du kannst ja bald besser Holländisch als ich. Französisch lerne ich auch noch. Das musst du auch, mein Schatz. Die Kinder von Rhein, die müssen drei Sprachen kennen. Opa, gib mir das Glas. Jetzt kommt das Haus von Vollmann. Da ist Peter, mit der Steige. Peter! Ach, schade, dass wir nur bei ihm anlegen können. Ne? Dazu kriegen wir den Alten nie. Der jagt und jagt. Alter Fuhrmann hat vor 2 Jahren sein Schiff verkauft. Dabei ist er 4 Jahre jünger als ich. Jetzt handelt er Stichlinge, der blöde Mann. Jakob, fahr doch altijd. Is 4 jaar ouder als ik, we willen het niet opgeven, de stomme hond. Kijk, dof zeggen, moet je schreeuwen. Ja, ja. Stomme hond! Oh, nu mag dat ze fertig is. Ik geef die papieren klaar maken. Wacht maar een moment. Daar vorne komt een schoenwagen. Kan de man is man zijn. Ja, dat is Bruno. Affi, geh mal auf Kanal 10. Hallo Franziska. Lange nichts gesehen und gehört von euch. Alles gesund? Ja, gut. Und ihr? Da siehst du ja, ich schiebe 10.000 Tonnen Erz nach Hause. Und dann kommt meine freie Woche. Was fahrt ihr? Düngemittel zum Walhafen. Eine Bord-zu-Bord-Ladung für den Polen. Habt ihr schon Fracht für die Bergfahrt? Nein, noch nichts in Sicht. Weißt du was? Im Moment auch nicht, ne. Im Rheinhafen liegt kanadischer Weizen, aber den haben die Holländer sich schon unter den Nagel gerissen. Was ist denn mit Erz? Ja, Erz. Draußen der Europort und die ganze Marsflagge liegen voll mit Erz, aber das ist nichts für die alte Franziska, das schafft ihr nicht mehr. Also, tschüss. Hm? Tschüss. Gute Fahrt. Und grüßt mir den Alten. Hat er mit Bruno gesprochen? Ja, schöne Grüße. Und sonst? Hat er einen Tipp für uns? Ja, wenn wir Erz laden könnten, meint er, Erz gibt's genug. Erz ist nicht gut. Ja, besser als gar nichts. Man müsste sich mal drum kümmern. Ja, Bruno meint, mit der Franziska hätten wir da keine Chance. Bruno meint. Ich hab schon Erz gefahren, da konnte er noch nicht mehr einen Haspel halten. Aber jetzt kann er's. Er fährt Erz seit 4 Jahren. Du weißt doch, wie es dazu geht. Scheißdreck weiß er. Wenn ich Erz kriege, dann lade ich eben Erz. Bist doch jetzt nicht so ungemütlich, Vater. Ich bin nicht ungemütlich, ich mach mir Sorgen. Eine Leerfahrt nach Hause, die frisst uns doch den ganzen Verdienst mit dem Dünger wieder weg. Dann sieht man diese Riesenschuber, die sie Tag und Nacht an einem vorbeirauschen, voll bis zur Halskrause. Man selber quält sich.
Ja, das haben wir dir ja oft genug gesagt, Vater. Was habt ihr gesagt? Wenn ihr enttäuscht, dass ihr nicht seht, was auf uns zukommt? Reg dich doch nicht so auf, Vater. Wir Holländer sagen, mit kleines Wasser kommt großes Wasser. Und solange es fließt, wird er belebt. Von Rotterdam. Wenn wir morgen Zeit haben, dann gehen wir dort oben Kaffee trinken. Lustig, ja? Ist der Wind? Noch Wind vom See. Schön. Hallo Hafenmeister. MS Franziska für Hafenmeister. Hafenmeister, bitte kommen. Lass das mal. Wahlhafen, Nordseite soll der Kohle liegen. Hoffentlich ein bisschen mehr Dinger zu. Wollen wir schon mal anfangen, die Luken abzudecken? Nee, zu viel Schwerwasser, erst wenn wir dran sind. Aber Arf, hier soll mal kommen. Bei dem Funksalat. Die Hunde der zusammenquatschen, die versteht kein Wort. Hopke, kommst du mal her? Nehmen wir Christa, pass auf ihn auf. Na Christa, hast du mal so große Schiffe gesehen? Der größte Hafen Europas. Und da hinten, jetzt kannst du es noch nicht genau sehen. Da ist schon das Meer, die offene See. Schön groß, ne? Nein, laden sie gerade, Christian. Guck mal, da drüben. Guck mal, und da die ganzen Kräne. Guck mal, da fährt gerade einer. So ein großer. Hallo Hafenmeester, meld alstublieft. Hier is de MS Francisca. Ligt de Jastania Borg in de Waalhaven? Daar vorne liegt een Pole. Ik kan aber den Namen niet lesen. Ik kan nur die polnische Flagge erkennen. Vielleicht geht mal ein bisschen mehr nach Backbord. Zack. So, jetzt brauchen wir uns nicht mehr waschen, hè? Hier liegen die Fette aber auch rum. Da hinten, guck mal, ganz viele stehen da. Siehst du? Hallo, Hafenmeister, meld aus dem Bier. Guck mal darüber, da liegen sie zu Hunderten. Wer? Die Partikuliersleichen. Hallo, Hafenmeister, meld aus dem Lift. So Klaus, jetzt kannst du mal wieder eine Runde drehen. Alles in Ordnung? Bis auf das Hauptruder. Ich geh nochmal runter in den Maschinenraum. Er scheint, er zieht ein bisschen zu sehr nach Backbord. Okay. Komm mal mit, wir sehen uns mal das Ruder da in Gang.
füttern kann er. Hoffentlich spricht er wenigstens Wort Deutsch. Na, wollen wir abwarten, wie das alles hier läuft. Witowski, erster Offizier der Jastania. Freut mich, ich bin Jakob Wilde, der Schiffseigner. Also mein Sohn. Tag. Mein Enkel. Tag. Und hier sind die Ladepapiere über 1000 Tonnen Dünger. Danke. Herr Witowski, ich habe eine Bitte. Könnte ich bei Ihnen an Bord mal telefonieren? Ich muss nämlich dringend meine Genossenschaft in Duisburg anrufen. Ja, bitte, Sir, gern, jederzeit. Dankeschön. Paul, geh mal ruf an! Eine Telefonzelle wäre ja vielleicht bequemer. Geht mal eben telefonieren. Oh, hoffentlich vergisst er das Telefonnummer nicht. Meine Schwiegertochter. Oh, Madame. Entschuldigung. Auf die Bilder. Angenehm, Witowski. Übrigens, Kapitän Gronow, eine Empfehlung. Er würde Sie und Ihre Crew nachher gerne zu einem Sakuska begrüßen. Ein Sakuska? Was ist das? Sakuska. Ein kleines polnisches Willkommen. Verstehen? Ein bisschen essen, ein bisschen trinken. Schön, schön, danke. Da sollen wir alle darauf? Nein, nein, nein. Wir haben für Sie am Steuerbord eine Treppe heruntergelassen. So, Karl, jetzt gehen wir erstmal ein paar schöne Bierchen zischen. Nee, Kapitän, heute nicht. Muss mit der Frau mal ins Kino. Tschüss. Na, wie was ist? Nehmen wir noch einen Schluck? Heute ist schlecht, Herr Wilde. Meine Freundin holt mich nämlich ab. Na, ihr seid Pflaumen. Soll ich vielleicht alleine losziehen? Hallo Gerti! Da freisch ich! Ja? Komm, steig ein, wir machen was Hübsches flott. Tut mir leid, heute habe ich schon was anderes vor. Ein andermal gerne, aber heute geht's nicht. Ja, andermal, okay, gut. Anneliese! Du warst im Urlaub! Was ist denn? Ach, guck mich nicht an, Bruno. Ich habe eine dicke Backe, muss gleich zum Zahnarzt. Okay, steig ein, ich fahr dich hin. Nee, danke. Der Kliman wartet schon vorne. Der nimmt mich mit. Ah ja? Gute Besserung. Danke. Tschüss. Scheiße. Hat ja ganz schön lange gedauert. Das was erreicht? Nicht viel. Wo ist denn der Alte? Unten in der Ruf. Die Polen haben uns zum Essen eingeladen. Sollen nachher zu denen an Bord kommen. Habe ich schon gehört. Sind nette Leute, die Polen. Nee, Vater. So nehmen wir den nicht mit. Zieh am wenigsten ein weißes Hemd an. Hm? Und eine gute Hose. Hier. Und eine Krawatte. Hm? Wieso? Ist da oben Karneval oder eine Bordparty? Ich zieh doch auch etwas anderes an. Los mit dem ollen Zeug! Ja, was ist, Paul? Was hat der Peter gesagt? Ich habe mit dem Laudert von der Disposition gesprochen. Na und? Na, viel konnte mir der natürlich auch nicht sagen. Bisher ist hier in Rotterdam kein Schiffsraum angefordert worden. Hast du nach Erz gefragt? Na, natürlich habe ich das. Im Dintelhafen, sagt er, da sind die großen Erzlager von Mannesmann, Krupp und Thyssen. Da werden die Orders abgerufen. Wir sollen es mal unverbindlich versuchen, meinte er. Geschäftsführer ist ein gewisser Herr Fähndrich, ein Deutscher. Richard Fähndrich? Der früher bei Phoenix war? Das weiß ich nicht. Hier, Paul, zieh dich auch um, ne? Du lass mal, ist ja jetzt nicht wichtig. Der muss 1,50 Meter sein, der Fähndrich.
Ich habe keine Ahnung, Vater, ich kenne den Mann nicht. Ja, aber ich, Menschenskind, das muss der sein. Richard Fendrich, der wollte damals schon immer nach Holland. Ja, dann schippern wir doch mal hin, wenn wir morgen hier fertig sind. Bei dem steifen Wind nehmen wir ein Schiff. Nee, ich nehme mir ein Taxi. Ist auch billiger. Wie weit seid ihr? Die Polen fragen gerade, ob sie das Boot schicken können. In 10 Minuten sind wir fertig. Los, ihr Männer, mach schnell! Paul, pass auf deine Frau auf. Seit der Pole an Bord war, ist sie nicht mehr zu halten. Ich habe auch eine große Überraschung für dich. Mein Mann ist da. Na dann, viel Spaß. Ich möchte wissen, warum ihr euch habt scheiden lassen. Martha? Ja, jetzt Bruno. Bruno! Tag, mein Junge, na sag mal, von dir hört man ja gar nichts mehr. Ja, ich komme gerade von Bord, hat meine freie Woche, geht's dir gut? Dachte schon, du wärst unterwegs. Ja, wohin denn? Na, wohin? Deine große Mittelmeerreise. Oh, du lieber Gott, davon spricht ja kein Mensch mehr. Das hat mein Bruder längst vergessen. Daran bin ich doch gewöhnt. Aber sag mal, was hast du denn heute auf dem Herzen? Nur so. Was macht die Petra? Ah, die ist doch ausgezogen. Die hat jetzt eine eigene Wohnung. Was? Eine eigene Wohnung? Wozu braucht die denn eine eigene Wohnung? Ja, wusstest du denn das nicht? Schon vor 2 Wochen. Naja, ist ja nicht so wichtig. Reisende soll man nicht aufhalten. Mach's gut, alles Mädchen. Hm? Meld mich mal wieder. Ja, Bruno, schön. Tschüss, Wiedersehen. Tschüss. Ausgezogen, so ein Blödsinn. Und Sie schauen Sie da hinunter. Hey! Robby! Mensch, sieht unsere Franziska von hier oben klein aus. Es kommt immer auf den Standort an. In die großen Atlantiklinien sind wir auch nur ein kleiner Fisch. Und bitte für eine kleine Willkommen in Overtesmes, no? Panie Witowski, proszę bardzo. Jak pan zawola wrócka? Tak jest, panie kapitanie. Bitte. Bitte hier. Nun, Platz nehmen, meine Freunde, und zulangen. Ist echte polnische Sakuska mit Pirogi, Blini,
ist Lachs mit Kräuter, eingelegte Pilze, kleine scharfe Gurken und Schweinefleisch, so wie wir lieben, süß-sauer. Sie leben nicht schlecht an Bord, Captain. Nun, wir haben ausgezeichnete Koch. Es ist große Ehre für ihn zu machen, Zakuska für Gäste. Mein Bordingenieur, Wruszek. Und Zahnmeister, das ist Familie Wilde von der Franziska. Ich möchte jetzt trinken auf herzliche Willkommen an Bord. Nun, Seeleute und Schiffer gehören zusammen. Ob Ost oder West, machen wir kleine Entspannung. Auf Ihr Wohl. Herzlichen Dank für die Einladung, Captain. Und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel, wie wir sagen. Prost! Na zdrowie. Na zdrowie. Und bitte jetzt essen, ne? Sagen Sie, Captain, machen Sie das mit allen Schiffern, von denen Sie eine Ladung übernehmen? No, nicht immer. Nur wenn Möglichkeit für so schöne Gäste wie heute. Nicht wahr, Panie Witowski? Ah, Paul, pass auf. Nehmen Sie von Lachs, Madame. Es ist vorzüglich. Wirklich ganz milde. Das sind die Bananendampfer der Afrika-Linie. Pumuti? Doch, mein Schatz, dort. Die weiße Schiefe da, siehst du? Und das? Das sind die Ladebäume. Da hinten, das sind die Ladebäume. Da vorne, das sind die Kräne. Oh ja. Mensch, ich war auf dem Radamas. Das ist vielleicht ein Gefühl. Du, Avia, wenn ich meinen Matrosenbrief hab, ne? Ich bleib nicht auf dem Rhein. Ich fahr zur See, ganz bestimmt. Schön, musst du machen. Aber denken Sie daran, dass es nicht jeden Tag so gute Zakuska gibt wie heute. Nee, muss ja auch nicht sein. Aber auf so einem Pott fahren, Mensch, das ist klasse. No, ich verstehe sehr gut, Herr Wilde. Mein Vater fuhr Schleppzug auf Weichsel. Ich komme aus Zakroschan bei Warschau. Na, dann wissen Sie ja Bescheid, Captain. Heute ist es allerdings sehr schwer geworden für uns Partikuliere mit den alten Schiffen. Ich hoffe, dass ich wenigstens eine Ladung Erz mit nach Hause nehmen kann. Denn der Leerfahrt bergauf ist immer ein schlechtes Geschäft. So. Panie Kapitanie, jesteśmy gotowi, można ładować. Dobrze, dziękuję. Meine Ladekräne sind ausgefahren. Wir können anfangen mit Ladung an Bord nehmen. So, na dann mal los. Komm, Paul, ein bisschen runter. Was da noch jetzt? Ja, ein Telefonje von einem Meneer Wilde, Jakob Wilde, von dem Motorschiff Francesca aus Leutersdorf. Was der alte Wilde, schau an. Was will er dann? Keine Idee, er soll langskommen, sei er. Da kannst du Mund und Nase aufsperren und staunen, was, Nico? Ja, und das geht schon kilometerlang so. Ja, Öl, Öl, Öl. Dahinter liegen die großen Petrolhäfen, die Chemiehäfen mit den riesen Tankern aus aller Welt. Und ganz weit draußen, da sind die Erzlager. Tränen in den Augen? Nö. Noch immer einen kleinen Wodka-Schnips. Ich dachte schon, der Witowski wäre nachgesprochen. Ja, habe ich auch gehofft. Wieder nichts. Leider musst du mich noch behalten. Wo wollt ihr dann festmachen? Da drüben an der Prinz Hendrik Halle. Das habe ich mit dem Alten ausgemacht, sonst findet er uns nicht wieder. Denkst du, er reicht was da draußen? Das kann man nicht wissen. Manchmal hat er ein unverschämtes Schwein. Nein, Herr Wilde, das möchte ich Ihnen gar nicht erst anbieten. Ich dachte, Sie hätten inzwischen ein neues Schiff. Hey, ich fahre immer noch meine alte Franziska, Herr Fähnrich. Das mit den neuen Ladeluken? Ja, Sie kennen sie ja noch von früher. Sagen Sie mal, Herr Wilde, wie lange haben Sie eigentlich kein Erz mehr gefahren? Oh, was ist das hier? Ich glaube, 8 oder 9 Jahre. Sehen Sie, inzwischen hat sich hier vieles verändert. Die Technik, ja.
Die Technik läuft uns allen davon, auch uns geht's hier so. Täglich was Neues. Ja. Und mit Ihrer Franziska, Wilde, da können Sie jetzt hier nicht mehr viel werden. Da kommen Sie, fahren mal rauf, da werden Sie sehen, wie hier jetzt alles läuft. Das ist also der Blick von hier oben. Dort, wo die beiden Schiffe an der Kehlmauer liegen, kommt das Erz an. Das Rostrot aus Monrovia in Afrika, das Dunklere ist das Brasilianische und das Stahlblaue da hinten kommt aus Skandinavien. Die Transportbänder bringen es dann entweder auf die Halden da oder es geht gleich mit den Schubbooten zu den Hochöfen von Mannesmann, Grob oder Thyssen im Ruhrgebiet. Ja, ist eine der größten Erzverladestellen der Welt. Ungeheuer. Und das hier ist unsere Schaltzentrale. Sozusagen das Gehirn der ganzen Anlage. Die laufenden Lichtstreifen, die Sie hier sehen, sind die elektronisch gesteuerten Transportbänder. Wir können also von hier jede Unregelmäßigkeit, jeden Stopp oder Panne sofort registrieren. Was ist das da? Das ist ein Kontrollstreifen, von dem wir jederzeit aufs Kilogramm genau die verladene Menge Erz ablesen können. Und eine Analyse über den jeweiligen Eisengehalt. Wissen Sie, Herr Fähnrich, wenn man so als alter Partikulär mit seinen 1200 Tonnen den Rhein rauf und runter schippert, und ich mache das dann wohl schon ein Leben lang, dann glaubt man schon, dann fühlt man sich so, naja. Aber wenn man das hier sieht, dann merkt man, dass man doch nur ein ganz kleiner Scheißer ist. Naja, Wilde, für euch Partikuliere ist das natürlich ein paar Nummern zu groß. Naja, die Zeit rast, der Wilde. Aber was Sie hier sehen, ist nun schon für die nächsten 20 Jahre gebaut. Aber ob es reichen wird? Na kommen Sie, wir schauen uns die Sache mal von unten aus an, ne? Durchschlagen. Ja, was nach dem Beladen noch von der Franziska heil geblieben ist, das schlagen hier die großen Greifer beim Löschen kaputt. Und dafür ist mir meine Franziska doch so schade. Was meinst du, Nico? Aber stimmt, dann fahren wir lieber leer nach Hause. Leer? Nee, mein Junge, leer auf keinen Fall. Mir wird schon noch was einfallen. Aber hoch. Hoch. Auch schön, findest du nicht? Mhm. Guck mal, die Autos, wie klein die sind. Mhm. Siehst du? Guck mal, selbst die Riesendampfer sehen aus wie Spielzeugschiffe, ne? Ja. Guck mal, Christa, da hinten ist der Walhafen. Da waren wir doch. Mhm. Siehst du? Ach ja. Das wird so ein großer Hafen. Ein bisschen ängstlich ist es ja doch, ne? Findest du nicht? Das ist ein Hafen, das. Das ist auch schön hier, ne? Ja. Der Speis auf Treppe 4, auf der Tür, der dort. Niemand da vor. Niemand, mach mal, mach mal. Die 662, pardon. 98, 55. 96, 78. Eenmaal. 96, 65. Eenmaal. Andermaal. Laatste maal. 98, 55. 96, 78, eenmaal. 96, 65, eenmaal.
Alte jetzt? Er hat sich hingelegt. Von da an nicht mit ihm reden. Mein Gott, nur weil er sich einmal nicht durchgesetzt hat. Natürlich ist das nicht schön, eine Leerfahrt nach Hause. Das ist doch kein Weltuntergang. Ich werde Christa zu ihm schicken. Die macht ihm wieder gute Laune. Aber was denkst du, Paul? Wir haben doch jetzt keine Eile. Können wir nicht bei Fuhrmann festmachen? Das sind gute alte Freunde von früher. Hm? Mir wär's recht, wenn du den Alten rumkriegst. Bruno! Tag, Martha. Sag mal, du hast aber eilig gehabt. Komm rein. Ich koch gerade Kaffee. Willst du eine Tasse? Nee, lass mal. Sag mal, war das wirklich notwendig, dass die Petra hier so knallenvoll auszieht? Hast du eine schlechte Nacht gehabt, was? Ach, was? Ich meine nur, ob das was mit mir zu tun hat? Sag mal, bist du so dämlich oder hast du überhaupt kein Gefühl, kein Herz? Gib mir mal die Adresse. Wo wohnen Sie? Sie muss ja jetzt schon Feierabend haben, ne? Brauchst du gar nicht weit zu fahren. Kirchstraße 12. Gleich bei der Kirche. Richtige eigene Wohnung? Mhm. Hat da gar keine Möbel. Längere. Erster Stopp, die Tür ist offen. Danke. Scheiß Kopf, wie Unsinn. Komm, gib her. Du, wir haben nur noch so wenig Zeit. Ja? Halt mal die Leiter. Bruno? Tag, Petra. Du bist umgezogen. Du siehst es? Ach, darf ich vorstellen, Herr Losch, ein Kollege von unserer Zweigstelle. Herr Wilde. Du, kannst du mal die Kissen auf die Couch tun? Danke dir, ja. Ich würde dich gerne einen Moment sprechen, Petra. Aber jetzt doch nicht. Siehst du, dass wir beschäftigt sind? Moment mal, der Herr. Wo sollen denn die Sessel hin, Fräulein? Stellen Sie sich an die freie Wand. Gehen Sie doch mal ein Stück beiseite, Herr. Tja, dann geh ich wohl besser wieder, hm? Mahlzeit. Idiot. Ja, komm, ja, komm. Schön, dass du mal vorbeikommst. Christi Mohr hat doch immer die besten Einfälle. Was ein Hund, Alter? Ja. Mensch, gegen dich bin ich ja noch ein Spring ins Feld. Hallo, wie denn? Ja, hallo. Wie bist du denn? Ja, als Degen bin ich auch. Gut, ja? Schön eingeladen. Ja, bitte. Na? Du bist ja Lehrer. Jakob, hast du keine Reise nach Hause? Nee, wollte nicht. Eure Tarife sind mir zu niedrig. Hast recht, hast recht. Und du hast es auch ja nicht mehr nötig. Was? Kinder, geh in Hause. Fietje bakt gerade pannenkoeken, kunt gelijk mitessen. Hallo, dat zie je. Oh, dat is hallo. Gaat het weer? Dan ben ik met je. Ja. Dat is schoon. Hoe is het met jou, lieve? Nou, dat jongen. Ja, jongen. Ja, ja, was hast du denn gedacht? Soll sie dir vielleicht einen Willkommenskranz an die Tür hängen? Kennst du diesen Herrn Losch? War ein oder zweimal hier. Kollege von der Sparkasse. Ist da was? Weiß ich nicht. Du hast einen dicken Kopf, ne? Geschieht dir aber recht. So wie du, so geht man nicht mit Menschen um, den man gern hat.
Was machst du denn? Ich weiß noch nicht. Na, ich meine, fährst du weg oder bleibst du hier? Was soll ich denn hier noch? Nun, sei mal ehrlich, Jakob. Schlechtes Wasser und schwaches Geschirr. Stimmt's? Hast du Sorgen? Wieso? Weil ich lerne auszufahren? Aha. Das kratzt mich überhaupt nicht. Aber dass dir das gefällt, hier rumsitzen, mal ein bisschen angeln und den ganzen Tag Pfannkuchen essen und Geneva saufen. Ja, Jakob, mir gefällt das, ja. Weißt du, es beruhigt. Es beruhigt ungeheuer. Ja, das verstehe ich nicht. Dass du das aushältst ohne dein Schiff. Immer an Land und auf demselben Fleck hocken. Ein alter Fahrersmann wie du. Ja, weil es keinen Spaß mehr macht, Jakob. Und weil ich auch zu alt bin. Zu alt, Mensch, ja. Was soll ich denn sagen? Ja, du. Dich werden deine Kinder ja auch hier totschlagen müssen, ehe du den Hasper aus der Hand gibst. Was sagst du? Ja, höre kannst du ja auch nicht mehr gut, was? Ich? Ja. Ich höre noch sehr gut. Ja. Aber du sollst ja mal neue Zähne machen lassen. Über meine Zähne darfst du nichts sagen, Jakob. Die haben mir sehr viel Geld gekostet. Über 800 Gulden. 800 Gulden? Ja. Dafür hättest du dir lieber einen neuen Kopf machen lassen sollen. Wenn du nicht seit Jahren mein Freund wärst, darf ich jetzt sagen, du bist ein ekliger Stinkbock. Bin ich. Ja, gratuliere. Na, Jakob, und wie schmecken dir meine Pfannkuchen? Fidje, deine Pfannkuchen erste Klasse. Ah. Das ist der Rest. Aber dein Mann, das ist ein Stinkbock. Nee jongen, het is die motor niet. Het is de koppeling of zo. Ja, we halen de ANWB er dan bij. Ja, weet jij wat het kost hoor? Verstanden habt, wartet ihr auf ein Wunder. So ist es. Die Kopf ist kaputt und wir können nicht weiter. Toll. Findest du das toll, dass wir nicht weiter können? Nee, das finde ich nicht toll. Aber die Musik, die finde ich toll. Seid ihr das? Nee, das schon. Ey, ob hier eine Reparaturwerkstatt in der Nähe ist? Ja, das ist nach Schaufel. Ach ja, ihr habt euch Geld dafür nämlich auch nicht. Wo müsst ihr dann hin? Ins Ruhrgebiet nach Essen. Da ist ein Popfestival. Ja, wir fahren auch zur Ruhr. Unser Schiff liegt da unten. Du fahrst mit dem Schiff zur Ruhr? Ja. Jo, was doch krank, ich hab so gut in Ruhe. Was trinken? Morgen früh. Am Mensch kannst du dich mitnehmen. Ja, Schwierigkeiten mit dem Bus und müssen das spüren und Puffest fahren. Wie die Bahn kostet zu viel Geld. Ey, nimm uns doch mit. Naja, ich will mal sehen, was ich machen kann, ne? Ist der Platz genug? Ja klar, Mensch, das ist ein 1200-Tonner. Und du bist der Kapitän? Nee, aber mein Opa. Okay, ich probier das dann mal, ne? Tschüss. Ja, okay. Du musst ihn fragen, solange er noch antworten kann. Wie viel sind es denn, Nico?
Zwei Mädchen, vier Jungen. Na, das würde ich machen. Lustig. Junge Leute an Bord, das bringt Glück. Hm? Jakob, bitte. Oh, fass mal mit an. Der Jakob ist fertig. Ja. Nur eine halbe Flasche hier nehmen. Aber ihr verträgt ja nichts mehr. Er sagt, ich vertraue nichts mehr. Ja. Oh, ich weiß gut. Das ist nur der letzte Kannepfuchen. Bei Pfannkuchen, was ja. Ist mehr? Opa, hör mal, da sind ein paar junge Leute, die mit uns nach Duisburg fahren wollen. Können wir die mitnehmen? Mitnehmen? Drei Menschen nehme ich mit. Ja, gut. Die Franziska ist keine Straßenbahn. Och, sei doch nicht so. Ein bisschen Musik an Bord ist doch ganz schön. Ich hab gesagt, ich will das nicht! Oh, komm, Peter, wir bringen an Bord. Das ist ja voll die Tausend, Mann. Ruhe. Kommt in Ordnung, Nico. Ich nehme die Verantwortung. Richtig, Aafje. Und wenn Jakob an Bord ist, holst du die jungen Leute rein und dann machen wir schön Musik. Lustig. Schlafen gehen. Unsere Franziska ist zwar kein Hotel, aber... Wir haben die Schlafsäcke mitgenommen. Oh, prima. Ist ja kein Problem. Da könnt ihr euch am Vorschiff hinhauen. Aber was wird mit dem Bus? Den nehmen wir auch mit an Bord. Und zwar gleich morgen früh, wenn es hell wird. Das muss aber leise vor sich gehen, damit der Alte nicht aufhört. Keine Angst! Ihr habt genug Ladung. Vor morgen Mittag wacht der Jakob nicht auf. Okay. Schlafen Sie wohl! Was ist los? Ach, der Alte schläft, der ist voll. Wenn er morgen früh aufwacht, dann sind wir längst auf Fahrt. Sag mal, wo ist Nico? Oh, lass mal. Die ist in gute Hände. Wie heißt du eigentlich? Femke. Femke ist ein schöner Name. Und weiter? Von Omeren. Aber musst du nicht merken. Vergisst du doch wieder. Nee, du. Vergiss ich nicht. Ich hab dich doch gern. Dir ist kalt, ne? Ja, ein bisschen schon. Hast du nicht vielleicht eine Kolme im Bett oder so? Ja, gleich hier unten. Ach, komm denn! So, hier wohne ich. Wo wartest du denn?
Okay. Nico, losmachen! Okay, losmachen! Auf hier, mach los! Wiedersehen, Peter. Halt die Ohren steif. Gute Fahrt. Danke. Klar, steh mal auf. Kaffee wird schon gekocht. Hallo Femke. Morgen, Nico. Morgen. Hab noch ein bisschen weiter geschlafen. Aber kalt ist das hier draußen. Ja, hier. Zieh mal an. Ist doch viel besser, hm? Prima, danke. Komm. Hey, aber wie ist es denn an Bord? Wir haben Vogels nicht geküsst. Twee, vier, hoe zijn wij? Wij zijn met twee meisjes, vier jongens, dat is zes. En jullie moeten vieren, dat is tien. Dat is tien, ja. Tien boven. Oh, machtig. Nou, alweer even opschenken. Als de passagiers gaan varen, dan mag ik er wel een paar kopjes bij kopen, hè? Ja, maar zeker. 2, 4, 6, 8. Nou, meer heb ik er niet. 9. Kom op. Morgen. Morgen. Ihr versteht euch ganz gut, was? Ich zeig Femke gerade die Franziska, die war noch nicht auf dem Schiff. Was? Ein holländisches Mädchen und war noch nicht auf dem Schiff? Ich komme aus Den Haag. Kann ich mal am Steuer? Das heißt Haspel bei uns. Na komm. Ich finde es herrlich. Macht Spaß. Macht Spaß, vor allem wenn wir Kali laden. Na, was ist denn los, Nico? Bringen heute keinen Kaffee hier hoch? Na, ich guck mal. Bis gleich. When you thinking all tomorrow as a bad day. Ihr verrückt? Wenn ich in der Auto fähre, wäre das erlaubt. Ich war. Du warst gestern Abend gar nicht anzusprechen. Und ich habe hier auch noch etwas zu sagen. Ja, in der Küche. Aber Kapitän an Bord bin ich. Ich sage dir, bevor wir an die Grenze kommen, legen wir an und die ganze Bande mit ihrem Autogramm verschwindet wieder. Warte, das kannst du nicht machen. Pass mal auf. Wer das macht? Und die wirklich wegschickst, dann gehe ich auch. Und darauf kannst du Gift nehmen. Du siehst mich nie wieder. No.
Nico. Das hast du schön gesagt. Guck mal, was ist mit dir los? Hm? Meinst du, er lässt sie jetzt mitfahren? Bestimmt. Er hat sich schön aufgeblasen und jetzt schämt er sich. Und ein Kater hat er auch. Close your eyes, don't cry no more, can always be funny. Bring mir doch mal ein Badetuch. Hand doch eine, frische. Na ja, ich hab da Seife in Augen. Du, Affe! Was sagst du denn zu unserem Nico? Wie der mir Zunge gegeben hat? Toll, was? War auch mal nötig, hä? Ist eine Tasse Kaffee? Ach, den Hering wär mir lieber. Oh.